Hallo Leute, herzlich willkommen zur Auflösung vom Weihnachtsgewinnspiel von Far Cry 3, was ich ja ungefähr vor einer Woche gestartet hatte. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die mitgemacht haben, bei allen, die mich über das ganze Jahr unterstützt haben. Auch jetzt nochmal, ich werde das Video versuchen, möglichst kurz zu halten. 49 Kommentare, 5 davon von mir, also 44 Leute, die teilnehmen. Das hier ist Nummer 44, Nummer 1 ist, Moment, ganz hier unten. Genau, ganz hier unten Nummer 1. Und dann zählen wir mal aus. Hier 1 bis 44 generieren. Es ist die Nummer 18. Schauen wir mal, wer die Nummer 18 hat. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisschen hochscrollen. 9. Na? Das war die Nummer 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bitte markiert Kommentare nicht als Spam. 17 und 18. Michael Althaus. MCLP 806, du hast gewonnen. Ich werde dir eine PN schreiben. Bitte reagier darauf. Wenn du das innerhalb von einer Woche nicht machst, werde ich eine neue Auslosung machen. Aber ich denke mal, das wird gut gehen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Far Cry 3 Key. Und allen anderen nochmal danke fürs Teilnehmen. Und es wird demnächst auf jeden Fall irgendwann wieder ein Gewinnspiel geben, auch wenn es vielleicht wieder ein halbes Jahr dauert, wie zwischen Modern Warfare 3 und Far Cry 3, aber ja. Oh, da ist gerade irgendwas vom Rendern fertig. Das ist schön, schön laut. Genau, das wollte ich noch gerade sagen. Das passt jetzt, weil es genau das ist wahrscheinlich. Wollte ich euch noch kurz auf ein neues Projekt hinweisen, was jetzt, wo nämlich das Plants vs. Zombies beendet ist, am 01.01.2013 startet, nämlich Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Da kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn ihr das Spiel einigermaßen mögt. Oder wenn ihr es nicht kennt, da auf jeden Fall auch mal, um euch vielleicht eine Meinung zu bilden. So, gut, das war's auch schon. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Viel Spaß mit dem Spiel an den Gewinner. Und ja, bis dahin. Ciao.